Herzlich willkommen zu The Walking Dead Staffel 2. Ja, es geht weiter. Das letzte Mal hat der ganze Spaß mit Clementine angefangen. Mit, ja, ihren zwei Leuten, Kristen und Omid, die sie ja anscheinend noch getroffen hat. Leider war das Glück nur von kurzer Dauer, denn jemand Unbekanntes, hat Clementine bedroht und ja, das Ganze ist außer Kontrolle geraten. Omid ist leider erschossen worden. Tja, jetzt ging's weiter. 6 Monate später, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Clementine und Omid, und Krista sind alleine im Wald draußen gewesen und wurden später von Banditen überrascht. Ja, schwer zu sagen, was dann passiert ist. Man hat einen Schuss gehört. Vielleicht ist sie tot, erschossen. Ich weiß nicht, ob wir jemals wieder von ihr hören. Jedenfalls, Clementine, sie ist jetzt auf sich allein gestellt. Wir haben einen Hund gefunden, der uns jetzt in dieses, ja, Camp geführt hat. Und ja, da gucken wir uns jetzt einfach mal weiter um. Ich möchte die Kühltruhe jetzt erstmal durchsuchen. Da hoffe ich natürlich, was Essbares zu finden. Please let there be something good in there. Ja, der Meinung bin ich auch. Aber es würde es vielversprechend doch aussehen. I am so sick of that Okay, smell. ich habe nichts gesagt. Schade, aber na was soll's. Der Grillen haben wir schon untersucht und ich hätte gern bei dem Typ noch in die Taschen geguckt, aber naja, ich darf nicht mehr. Was soll's. Eine Mülltonne, ja gut, man kann ja mal reingucken. Ach, da ist unser Hund auch übrigens. Well, here we go. Tja, ich weiß ja nicht, ob man da noch was Brauchbares findet in einer Mülltonne, aber Oh my God, thank you. Look, a can. Let's see what's inside. ja, das sieht doch vielversprechend aus. Natürlich, im Müll kann man natürlich auch Essen verstecken vor anderen. Schwer zu sagen, ob jetzt noch irgendwie die anderen Leute, die in diesem Please Camp don't be bad. sind, auftauchen. Oh, Clementine, sei vorsichtiger. Wo stechen wir da am besten hin? Ich würde sagen, so weit wie es geht von der Hand weg, aber ich habe wegen dem Fuß Angst. Na gut. Oh Gott, Clementine. Ich habe Angst. Also gut, dann weiter. Kannst du es nicht schon aufmachen? Na gut. Verletz dich nicht. Aber es sieht gut aus, was da drin ist, oder? Was ist denn das? Bohnen. Thank God. Oh. Ah. Ja, gut. Seien wir mal nicht so. I guess you are pretty hungry too. Sind wir doch mal nicht so und geben ihnen Here you go. ein paar Bohnen. Wow. Hey, you don't need it all. Okay. Wow. Verdammt nochmal. Ach, Mensch. Ich kann nichts tun. Nein. Ach, kommt Leute. Ach, Mann. Here you go. Hey, you don't need it all. Ach, Mann, das ist der Böse. Na dann. Ach du Schande, ey.
Na gut, damit hätte man rechnen müssen. Ach, Clemens ist ja auch noch gebissen. Verdammt nochmal. Was für eine Scheiße. Ja, natürlich töten wir ihn. Ach Mann, das ist zu grausam und gemein, Leute. Ach komm. Das ist einfach blöd gelaufen. Sorry. Ach, wie mir das leid tut, aber das konnte man auch schlecht vorhersehen und ja, sie ist böse gebissen worden. Ach, verdammt, ey. Da war ich vielleicht auch ein bisschen zu leichtsinnig, wer weiß. Na toll, jetzt ist sie auch noch böse verletzt, hat nichts zu essen. Ach Mann. Naja, es ist nicht gut. Die sollte sich irgendwie verarzen. Weil die Wunde, die ist auch, gehört auch gesäubert und alles. Ach. Was ist da vorne? Na, vielleicht kommt da jemand, der hilft. Ich sehe sonst keinen Ausweg. Da ist alles Wald. Ich glaube, geht's auch nicht mehr so gut. Oh Mann. Oh oh. Nein. Wo kommt die denn her? Oh Mann, Clementine, komm. Steh auf. Komm schnell weg. Ja. Mach ich schon. Da vorne ist auch noch ein. Oh, hinter mir. Komm, 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 komm. Ich habe mein Taschenmesser zur Not. Oh. Nein, bitte. Sag mir nicht, dass der mich jetzt frisst. Kuh. Komm, 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 komm. Ich Kuh. Boah. Ach so. Es sind doch noch zwei andere. I'm out. Grab her, let's go. Come on, kid. We gotta get. Ach, ein Glück. Ach, wo sind denn alle jetzt plötzlich hergekommen, ey? I think we're safe. Ja, yeah. Hoffen wir es. Yeah, we're good. Hey, you all right? Ja. I can walk. Naja, gut geht's hier eigentlich nicht, aber. The last time I saw you, you could barely crawl away from that lurker back there. Look, you're in bad shape, kid. Also ich finde ja auch, dass ihr es nicht gut geht. Also ich hätte es denen vielleicht gesagt. Aber gut. What are you doing out here? Where are the people you're with? There is no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. I'm alone. Everyone I know is gone.
It's just me now. I'm sorry to hear that. I just lost a sister. We've all lost folks. Ja, scheint ja ein I'm Luke. Netten Eindruck zu machen. Hi, I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. But for now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us, and you look like you could use some. Oh shit! What? What is it? She's been bit, man. Fuck! What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. I can't remember the last time I saw a dog. No, just look at it, please. Yeah, and have you sink your teeth into Pete's neck? No way. My neck? Why am I the one? Because I don't know a dog bite from a mosquito bite from a lurker bite, man. It's not. Ja klar, das ist natürlich eine heikle Angelegenheit. Alright. Let's see it. Whoa, hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? Ja, das ist doch, glaube ich, ein böser Biss. See? Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? The one that did this. What does that matter, Pete? Serious. I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't kill dogs. Tja, warum nicht? Wir wissen es besser. Clementine? Yes? You telling us the truth? You looked me in the eyes when you answered. Of course I am. All right, Clementine. Also ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at. All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Nein, Arzt wäre natürlich genau das Richtige für Clem. Come on. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gedrückt mit natürlich statt ja oder so, aber ich meine, das ist ja auch die Wahrheit. Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just tired. Well, you better be fine, because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about. Oh, Clem. Ah, shit. Na ja, gut, das war ein harter Tag. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I need a doctor. Wow. Keep your finger off the trigger, boy. Ja, meine Güte. You idiot. Every lurker for 5 miles probably heard that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I just need a doctor. And then I'll go. I don't want my arm to get infected. None of us want to get infected. That's the point. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Okay, ist das der Doktor? Mann, ich fass es nicht. Schießt der einfach. Go ahead, he's a doctor. Na, es sieht schon sehr böse aus, die Wunde. Whatever it was, it got you good.
This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. Na bloß nicht. Do any good. You'll just be making it worse for the girl. Wen möchtest du ansprechen? No one's going to volunteer to do that. I would, if it means saving her life. Then what? How would we know it worked? Just let Carlos have a look first. Ja, mein bitte auch. You are right. You want to be sure about this before you do something you might regret. I'm on your side, kid. No need for a guilt trip. Ja, also den Arm abschneiden, ihr habt sie wohl nicht alle. Who's she? Sarah. What I say, stay inside. Okay. Ja, im Grunde schon. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? Tja, das weiß ich wohl selber noch hin. To find help somewhere else if I can. Look, I may be in the minority here, but my gut tells me she's telling the truth. It probably is just a dog bite. Probably. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. Oh, yeah. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. Well, we have all that stuff inside the cabin. We could probably get by Alvin, with it. Please. But, yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... Na, das ist natürlich blöd. Das gehört nun mal... It's the best we're gonna get. Gehört nun mal anständig verbunden. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. This is just a waste of time, you'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the ship. Maybe you could let me go? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Na gut. Sie wurde ja von einem Hund gebissen, aber... Schau, dass sie es nicht gleich verbinden. Die Gruppe ist ja ziemlich misstrauisch. Nach untereinander sind die ja ziemlich... ziemlich streithaft. Ja, und jetzt sind wir eingesperrt. Because it's safer this way, and I'd rather be sure. Yes, I can't believe this. Ja, ich auch nicht, Clementine. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Toll, jetzt sind wir eingesperrt bei welchen. Ja, wir haben unser Messer noch, aber ich will hier natürlich nichts Blödes damit anfangen. Wir haben hier einen Hammer. Einen Rettungsring. Ja, was machen wir denn? Ein Fass. Sollen wir mit dem Fass machen? Ja. Okay. Hat sie halt mal reingeguckt, das ist ein Anker, okay. Sieht ja verdammt scharf aus, aber... Das ist eine Werkzeugtasche, ja guck mal rein. Not much left in here. Mir wäre halt lieber, wenn sie das wenigstens ein bisschen... I have to, I can use this for stitches. Wenn sie das wenigstens ein bisschen verbunden hätten oder so, das kann ja nicht gut sein, dass das alles so ist. Da ist ein Brett, das wir aufbrechen könnten. Probier mal zum Ziehen, aber es wird nicht gehen. Aber hoffentlich macht sie da ihr Messer nicht kaputt, also...
Ich weiß ja nicht. Oh, ich weiß nicht. Nee, lass es lieber. Einmal noch versuchen, aber ich glaube nicht, dass das geht. Nee. Okay. Na gut, was gibt's denn da? Ein Werkzeugbrett. Ja, scheint ja alles ziemlich leer zu sein. Und sonst... Ja, sonst ist ja wohl nichts mehr. Da oben ist ein Hammer und ich habe jetzt irgendwie keine Maus mehr, oder was? Ah, da ist sie wieder, okay. Ein Schraubstock, ja, damit können wir ja auch nichts anfangen. Umklappen Tisch. Ach, das ist ein Tisch, okay. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, was du da vorhast. Was haben wir denn im Inventar? Ein Taschenmesser und eine Angelschnur. Ach, könnten wir uns vielleicht selbst ein bisschen verbinden? Das wäre natürlich... Das wäre natürlich eine Idee. Obwohl ich jetzt keinen Stoff oder sowas finde, das wäre natürlich noch praktisch. Hammer, ja, ich weiß ja nicht. Was willst du mit dem Hammer klemmen? Okay. Muss ich jetzt auch nicht mehr nehmen. Ja doch, Moment, mit dem Hammer könnte ich das Brett natürlich rausziehen. Okay, ja, dann hol ihn dir mal. Ich habe bloß Angst, was die Leute dazu sagen, wenn... wenn wir hier den Hammer wegnehmen. Ah, das muss wehtun. Ah, das muss wehtun. Aber jetzt ist das auch schon egal. Da ist eine Hake, aber die will sie nicht nehmen. Na gut, dann schnapp dir mal den Hammer. Und... Ja gut, der Ring, der ist auch nicht mehr wichtig. Schraubstock, ja, guck ihn dir mal an. Ich weiß jetzt nicht, was... Hättest du denn damit vor? Nichts, okay. Na gut. Dann ziehen wir doch mal das Brett hier raus. Vielleicht will sie auch abhauen, ich weiß ja nicht. Komm. Und ihr. Ja, toll. Und nun? Will sie da wirklich ausbüchsen oder was? Ich weiß ja nicht, ob das gut ist, dass wir abhauen sollen. Ich meine, wir wurden ja von dem Hund gebissen. Ich meine, es passiert uns ja nichts. Und danach würden sie uns doch am nächsten Tag verbinden wollen. Aber wenn wir jetzt abhauen, dann denkt natürlich jeder, die wurde gebissen. Das ist, ach, ich weiß nicht. Ich würde eigentlich lieber drin bleiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Draußen ist es kalt, es regnet, es ist dunkel. Da laufen Streuner rum. Ich weiß ja nicht. Aber okay. Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, oder? Oh weia. Ach Gottchen, was hast du denn jetzt vor? Jetzt will sie ins Haus und sich Verbandszeug holen. Ach Mann. Ach ja je. Na gut. Dann versuchen wir das mal. Da ist eine Tür. Da ist auch eine Tür. Da könnten wir in den Keller runter. Also seien wir mal langsam. Können das Fenster öffnen. Okay. Da ist auch noch was. Ich sehe jetzt zumindest sonst noch keinen. Da haben wir noch ein paar Fenster, natürlich. Ich würde mir eher hoffen, irgendwie durch den Keller zu kommen. Ich fürchte, das gibt großen Ärger, wenn wir... wenn die uns erwischen. Okay. Da könnten wir diese Verkleidung aufmachen und vielleicht reinsteigen. Aber natürlich ist dann wieder die Frage, da könnten natürlich schon wieder solche Streuner reinkommen. Das ist natürlich auch nicht gut. Ins Fenster klopfen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Also ich will die ja nicht verärgern oder so, es ist schwierig. Ja, ich will da noch nicht hoch. Okay, das sind die beiden drin. Gehen wir lieber ein bisschen weg vom Fenster. Und diskutieren. Ja, die sind ja eigentlich nicht sehr gut auf mich zu sprechen. Gut, und da geht's auch nicht weiter. Ja, schade, ich hätte gehofft, da wäre der Doktor oder so drin, aber ich glaube, das hat keinen Sinn so. It makes me feel like a fucking idiot when we're not on the same page. We are on the same page. Not out there, we weren't. Not about the girls. I saw you get soft. What do you want me to do, Beck? Put a bullet in it? I want you to think about our family first. It's all I think about. So don't give me any shit. I need some air. Uh-oh. What the hell are you doing? I need your help. Me? No. I'm sorry, but I can't do nothing. Please, I need to fix my arm. Are you out of your mind? Even if you ain't bitten by some lurker, which you probably are, you can't be here. You gotta get out of here, you understand? Get back into that shed and Carlos will take care of you in the morning. I'm sorry I bothered you. You should be. I don't have anyone who will help me. Come on now, don't get upset. Don't get like that. I'm serious. You need to get out of here. I saw when everyone was arguing. You wanted to help. You didn't see anything. Look, you gotta get out of here before my wife finds you. I'm serious. You gotta go. I got enough problems already. I got a baby on the way. Es hilft nichts. All emotional. Got a mess of hormones causing all sorts. Bin jetzt mal hartnäckig. Please help. Please. Don't cry. I'm not gonna cry. I'm just. Wir brauchen Verbandszeug unbedingt. You're not with Carver. No. And you didn't get bit by a dead person. No. Ja, das auf jeden Fall. Promise. I'm screwed if anyone finds out I did this. You understand? The cut on my arm needs to be cleaned and stitched. Stitched? I ain't doing that. I'll figure it out on my own. All right, look. I don't know what I can find. We're short on bandages, but I might be able to find something clean that will work. I need something to clean it out with. And a needle and thread could help too. Ja, es würde reichen. Carlos has medical supplies on lockdown. We don't got much these days. Well, whatever you can get, I'll find the rest on my own. Okay, wait here. Ja, irgendwas wäre natürlich schon gut. Ich hoffe, die andere kommt jetzt dann nicht gleich raus. Bandages. And I got you a juice box in case you're thirsty. Thank you. Alvin, house meeting in 5 minutes. Oh, okay, thanks. Now you need to go. Okay. Na, immerhin. Ich will jetzt auch gar nicht. Du benötigst eine Nadel und Desinfektionsmittel, okay. Ich wollte sagen, ich will mich jetzt gar nicht so weit zu lange hier aufhalten, bevor die eine Tussi da rauskommt. Aber es reicht wohl noch nicht, wir brauchen noch was, okay. Ja, schade. Sollen wir etwa doch hier unten rein? Was gibt's denn hier? Ich sehe schwer was zu erkennen. Wäre natürlich schon interessant, ob da unten was Brauchbares ist, aber ja, ich würde es eigentlich hoffen und vermuten, aber ich will da jetzt nicht randalieren, also wenn da irgendwie dann auch die Walker reinkommen, dann bin ich schuld, dann haben wir ein Riesenproblem. Tür öffnen, na, ich weiß nicht. Wo könnten wir eine Nadel finden? Ach. Sollen wir da wirklich reingehen? Schwer zu sagen, ich sehe überall Licht, ich traue mich eigentlich nicht.
Oje. Okay, das geht auch nicht. Ich denke, es wird schlimmer. Tja, sollen wir mal die Tür da öffnen? Das geht nicht, okay. Das hier wohl auch nicht, aber man kann ja mal kurz gucken. Nein. Ups. Sollte gleich aufpassen. Ja, durch die Vordertür hereinspazieren, das ist natürlich gut. Da bin ich wieder. Ich wurde leider kurz unterbrochen. Habe aber dabei auch gesehen, dass wir schon wieder unseren Part voll haben. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt noch am besten machen sollen. Ich habe nämlich das letzte Mal in Part 1 gesehen, dass wenn ich einfach so aufhöre, dass ich dann zum Anfang dieses Kapitels, sage ich mal, wieder zurückgeworfen werde. Und ja, das will ich jetzt natürlich auch nicht. Ich gucke mich jetzt nur schnell um. Aber ich fürchte, es führt kein Weg vorbei und ich muss hier da über den Keller reinsteigen. Ey, ob das gut geht. Ach, ich weiß ja nicht. Das ist keine gute Idee, fürchte ich. Oje, ich weiß nicht. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, wenn wir das machen, aber... Ach, das kann nicht gut gehen. Kriegen wir sicherlich Ärger, oder ein Walker läuft rein. Ich traue mich fast nicht. Ich traue mich fast nicht, ganz ehrlich. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll, ey. Einfach durch die Tür. Ein Verbandszeug hätten wir schon. Wir brauchen jetzt nur noch Desinfektionsmittel und eine Nadel. Oder können wir... Ne, nicht mit dem Hammer. Weg mit dem Inventar. Ich würde lieber irgendwie durchs Fenster einsteigen, aber das geht einfach nirgends. Ärgerlich. Oder ich versuch's doch mal durch irgendeine Tür. Da ist auch schon Schluss. Naja, mal gucken. Na gut, ich werde auch an dieser Stelle jetzt den Part beenden. Und wie es weitergeht, na mal sehen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Bei The Walking Dead 2.